Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt meinerseits. Call of Juarez, Ganzlinger. Ich hab's irgendwie momentan mit den Download-Titeln, deswegen wollen wir mal starten. Ja, sehr schön. So, Gamma, bewege den Richter bis das Logo auf der linken Seite. Welches Logo? Ach Mann, das Gamma. Alles klar. Ja, komm. Mach mal Standard. Wird schon irgendwie hinhauen. Bildschirmgröße. Ein bisschen kleiner. So. So, und dann werden wir direkt mal in die Optionen rein. So wird gespielt. Direkt Riesenerklärungen. Ja, gucken wir jetzt nicht durch. Ein bisschen langweilig. Aber ich würde sagen, wir steigen einfach direkt mal ein, oder? Machen wir. Story. Ja, machen wir mal auf normal. Damit wir nicht so tausendmal hier rumfailen. Und ein Ladebildschirm. Don't I know you, sir? Don't believe so. I haven't been here in many years. Name's Silas Greaves. Silas Greaves? The bounty hunter? Used to be. Ah, well, what are you doing here in Abilene? Just passing through. Got a little business to take care of. Well, sir, it would be an honor if you would allow me to buy you a beer. Hell, son, it would be my honor to drink it. I'm Molly. Howdy. I'm Dwight. That's Jack and Steve. Ben's behind the bar. Oh, I bet you got some great stories. A couple. Any of them true? Jack, be nice. A few. What about your shootout with Henry Plummer's gang in Bannock, Montana? Is that where you started as a bounty hunter? That's what it says in this here dime novel. Don't believe everything you read in them dime novels, boy. First man I hunted was back when I was riding with Billy the Kid. You knew Billy the Kid? Damn right. That scrawny son of a bitch had no fear. Wouldn't back down for nobody. I heard he collected the tin stars off any crooked lawman who crossed him. It was a war, boy. The Lincoln County War. And Billy promised his regulators would take the life of every bastard who helped bushwhack John Tunstall. Kid had a big chip on his shoulder and a hair-trigger temper. Made him dangerous as hell. Na, das hört sich ja schon mal vielversprechend an. Mal gucken, was uns jetzt hier erwartet. Na komm, halt mal was schneller hier. Naja, aber ich habe mir gedacht, so nach den ersten Trailern, die man so gesehen hat, das könnte doch ganz was Nices sein. Und was ich dann auch gehört habe, nur 15 Euro im Store, das fand ich noch besser. Da habe ich mir gedacht, schlägst mal zu und guck's rein. Na komm, jetzt kann der Ladebildschirm mal wirklich mal weiterspringen hier. Ja, wir können starten. Dann würde ich sagen, auf ins Goldgräberglück. It was about 30 years ago. Billy was hiding out in an abandoned farm near Stinking Springs. I threw in with the kid because the man I had sworn vengeance on was riding with Billy's enemies. Cool. But before I tell you why I want that sumbitch dead, let me tell you what happened that day. I was heading back to the hideout when suddenly I had this funny feeling. Funny, haha? No, Steve.
The other kind of funny. Was war denn hier? Bourbon Whiskey. Naja, dann gehen wir mal hier rum. Also der Grafikstil, der erinnert auf jeden Fall sehr stark an Borderlands. Ist auch so Comic-mäßig. Aber sieht ja schon richtig geil aus, muss man ja sagen. Passt irgendwie. In sich stimmig. Wo ist man jetzt hin? So. Aha, okay. You heard, Pat. We need to stay here and keep an eye on the road. Ah, zum Verstehen zurück. We're missing all the fun. I knew those two morons would never let me through. Okay, da ist schon ein Ziel. Alles klar. Seid ihr freundlich oder seid ihr böse? Na, werden wir gleich rausfinden. Ne, böse. Na komm! Erfahrung von sich. Ja, kennt man ja. Was it Pat Garrett's posse? Ah, geil, Spinner. Oh, yeah. I heard the shots and I knew I had to move fast. Garrett and his army of deputies had surrounded the entire homestead. Okay, jetzt nicht mehr. Da geht's schon los. Da geht's schon los. Wow! Konzentration. Wow, wie geil ist das denn? Das ist so Deadeye-mäßig. Na, kommt her. Ich werde dich suchen. Zack. Alter! Mexico was paying for the kid's apprehension. Garrett was able to hire every gun hand in Lincoln County. Da wo die überall sind, wissen, kann man sich denn hier. Ah, okay. R3 ist schon mal in der Fresse rein. So, dich haben wir. Dich dann da hinten noch. Sehr schön. Sonst noch jemand, der hier was machen will? Aber wo habt ihr euch versteckt? I knew that going through that front door meant putting my butt in a shooting gallery, so I decided to get sneaky. Wir sind also Taktiker. Alles klar, Kreis kann man sich ducken. Ein Geheimnis. Aha, hier haben wir was zu lesen. Ja, okay, wenn ihr lesen wollt, könnt ihr Stopp machen. Ich klicke mich jetzt hier mal eben durch die Seiten durch. Weil ich werde die dann irgendwann mal offscreen lesen. Weil ist ansonsten wahrscheinlich ein bisschen langweilig. Du bist aufgestiegen. Ja komm, ich habe das Select gedrückt. Achso, muss ich gedrückt halten, alles klar. Okay. Na, kein Fall. Was machen wir denn? Visier an sich verlangsamt die Zeit mit der Zeit beim Zählen. Ach, machen wir das einfach mal. Hört sich gut an. Ich kann jetzt schon mal weiter. So. Zack. Komm, wo bist du? Oh. Doof oder so? So. Irgendwo sind doch hier noch mehr. Ja, ich weiß, dass ich mit R2 die Konzentration aktivieren kann. Will ich jetzt aber nicht. Geil, was ist das denn? Wie geil ist das denn bitte? Kann ich also vorausahnen, wo die Kugeln herkommen? Na komm. Jawohl. Die ganze Muni aufsammeln. Luckily, these shooters Garrett hired weren't the sharpest tools in the shed. Ja, sind wirklich nicht den intelligentesten, das stimmt. Na komm.
A lot of them were saddle tramps or side busters or drunken drifters looking to make a few bucks. Da willst du mich verarschen? Hat doch getroffen, aber garantiert. Boah. Also wirklich sneaky ist. Ist das ja nicht hier, ne? Then I heard a friendly voice yelling at me from the window. Back door! We got you covering! Try aiming, you idiot! Truth be told, things weren't much better behind the house. Watch your play! Nee. Irgendwie nicht. That just made the ones that were left twice. Ja, wie kommt das nur? Komm. Scheiße. Strategischer Rückzug. They made up for their lack of skill with a seemingly endless supply of ammo. Alter, wenn der dann übernimmt, der jetzt das Kommentieren hier, dann halte ich jetzt meine Fresse und sag gar nichts mehr. Komm, weg mit dir. It was a bit of a slog, but I finally fought my way around the back of the house. Alles klar. Macht halt mal auch drauf. Hätte man das mal vorher gewusst. Okay, dann gehen wir mal rein. Hallo, jemand zu Hause? And like that, I was inside. Dead, you bastards. None the worse for wear. Und das ist jetzt hier Billy the Kid oder was? Deader than a rat in a trap. Nee, scheint er noch nicht zu sein. Machen wir weiter. And upstairs I found Billy and Charlie Boldly. Okay. Bereit für das Treffen? Also ich schon. Bin ich mal gespannt, was der uns jetzt zu sagen hat. Billy the Kid. Billy looked at me and said, "About time, amigo. Grab a gun and get to the window." Wait, wow. So you were friends with Billy the Winchester? Kid. Yeah, sort of. Geil. We were surrounded by dozens of deputized shooters who wanted to do us harm. Ja, keine Chance. Kill everybody. Komm. Wow. Zack. Zack. Oh. Na komm, wollen wir noch Freiwillige? Da und da. Und da auch noch. Na komm. Ja, dann haben wir noch kurz hin. That's when Charlie got hit. Scheiße! Crossfire, shouted Billy. Get to the other kein Ding! Kaboom! Alter! Da finden wir schon was. Wo ein Scheiß. Aber kann ich auch. So, noch jemand? Ich hab ja lieber mehr! Komm! Weg! Weg! Du auch! Scheiß! Die Pfand an! Wow! Wo kommt ihr denn alle her? It means that it was time to cut and run. They got a gallon, Billy shouted. Get the horses and bring them round back. I'll draw their attention. Jo, alles klar. Nochmal, aber noch eine Fort. Whoa! Alles klar, ich bin schon weg. He directed that order at me. And I thought, why the hell do I have to do it? But I went anyway. Dumbass that I was back then. Zack. Nein! Wieso denn nur einer? Sons of bitches are done for! Many would have fled.
Wo sind die denn da hinten? Zack. Fick mit dir. Hey. Jack, he's just joshing with you. Yeah, he better be. Mr. Graves, please continue. Please, call me Silas, ma'am. Where was I? You were heading for the barn. Wow, was war das denn gerade Geiles? Zack. Und dich auch noch. Komm jetzt. Fall um. Sounds like Garrett hired a whole regiment of hired guns. Yeah. Just when I thought I was done with them, more of these hapless bastards would pop up. Zack. Oh, neuer Level. Ja, aber wo verteilen wir denn diesmal? Ja, Kämpfer, können wir ja eigentlich auch mal. Ja, investieren wir einfach mal rein. Na, hier draußen nehmen wir aber das Gewehr, ist sicherer. Finally, I had the stables within my reach. Gibt's ein Hühner hier? Können wir hier auch ab, ne? Yo! Heute gibt's Bratenchen. And that's when I met Sheriff Pat Garrett. I read that you went toe-to-toe with him, sir. That backstabbing bastard with that tacked-on tin star. So, der Sheriff. Diese Ranch ist nicht groß genug für uns beide. Pat Garrett. Dum dum da. Oh, ein Duell? You challenged him to a showdown. Da bin ich dabei. You read that in a dime novel? It said he showed no fear as he took your measure with eyes like a rattlesnake. Ja, dann wird sich jetzt zeigen, ne? Du Scheiße. Alles klar. Nein, nicht so schnell. Nicht so schnell! Das ist gar nicht so einfach. Wenn der Gegner so viel drücke, um die Waffe zu ziehen. Alles klar. Nein! Verdammt nochmal! Scheiße. Direkt schon mal gefailt. Ah, den ganzen Spaß nochmal. Alles klar. Ja, fokussieren. Na komm. Schaffe 80? Komm, da schaffen wir 80. Jawohl. Jo! Da haben wir. Is that what that Penny Dreadful said? No, boy. That ain't what I meant when I said I met Pat Garrett. So let me start again. I finally reached those damn stables. Ja, dann machen wir die ganze Zeit nochmal, ne? War das doch nur die halbe Wahrheit. And step inside and... Oh. Last thing I heard was Garrett's voice. That's not ja, das ist scheiße gelaufen, ne? And go on. How did it end? And? Boy... That was just the beginning. Bei einer Präzision 53% hätte ich aber doch besser machen können. Ja, aber ich würde sagen, können wir mal vorfahren, ne? Also bisher der erste Eindruck, so die ersten 20 Minuten, doch, macht Spaß. Das ist wirklich geil.
So what happened? Did Garrett arrest you? Yeah, after I came to. Bastard had clocked me with his Colt. And the kid surrendered? When he realized there was no getting out of there alive. So they locked you up in Lincoln? Indeed they did. Sentenced me to hang right along with the kid. Das ist aber nicht besonders nett. Macht man aber nicht. Nach Stinking Sprints landeten Billy the Kid und Silas Graves im Gefängnis. Sie blieben dort. Ja, super. So schnell kann doch keiner lesen. Aber die Musik, die, das ist schon wieder fast wie bei Red Dead Redemption. Schön Western-Style. Schade, dass ich so einen Akzent nicht kann. Das wäre jetzt voll geil, wie so texanisch Western-Style. Nee.